Herzlich willkommen, lieber Zuschauer. Mein Name ist Christian und ich darf Ihnen jetzt endlich auch die Massage zu unserem Solid Cheer präsentieren. Das Kernstück aus unserer Signature-Serie, denn die Signature-Serie bietet gerade was Massage angeht wirklich das Allerfeinste. Sie kennen es wahrscheinlich und sofern Sie es noch nicht kennen, erzähle ich es Ihnen gerne. Ein Whirlpool ist eigentlich in 99,9% aller Fällen so aufgebaut, dass Sie irgendeine Massage haben, also verschiedene Arten von Jets, die geradeaus zu auf Ihren Körper ihre Entfaltung frei machen, frei geben. Das heißt, es gibt rotierende Jets, es gibt pulsierende und es gibt vibrierende Jets. Und die haben wir natürlich auch alle hier in diesem Produkt verbaut. Aber was diese Signature-Serie noch darüber hinaus bietet, ist etwas patentiert bei uns im Hause. Und zwar ist das unsere sogenannte Aqua-Rolling-Massage. Und die möchte ich Ihnen jetzt gerne zeigen. Kommen wir nun zum ersten Kernstück und eigentlich in meinen Augen eigentlich das Hauptkernstück. Das ist nämlich die Aqua-Rolling-Massage auf dieser Sitzposition, einen Schalensitz, etwas tiefer liegend, damit Sie zum einen natürlich nicht raustreiben, aber auch zum anderen sehr komfortabel durch die ergonomischen Linien hier an den Seiten auch sitzen dürfen. Die Aqua-Rolling-Massage befindet sich hier vorne und zwar ist hier vorne eine Einkerbung, die dafür sorgt, dass wenn Sie hier drauf sitzen, das Wasser, also diesen großen Vulkanjet, der hier hoch sprudeln würde, wenn Sie nicht drauf säßen, diesen zurückdrücken und durch diese Einkerbungen sich eine ganz neue Art von Massage entwickelt. Und wie ich eben ansprach, ist diese ganze Geschichte bei uns im Hause patentiert und sorgt dafür, dass diese Bereiche hier vorne, nämlich zum einen der Lendenwirbelbereich mit dem IS-Gelenk größtenteils hochtreibend über die Wirbelsäule und an den Muskelsträngen an den Seiten sich ausbreiten. Dazu natürlich gepaart mit der üblichen Massage, wie sie auch andere Anbieter anbieten, wie ich eben sagte, pulsierend, vibrierend und rotierend. Das darf natürlich auch hier nicht fehlen. Also diese Kombination, wie es ein Masseur macht, nämlich in Richtung Herzen massieren, immer schön hoch. Das passiert hier vorne und sollten Sie sich für ein Modell aus unserer Signature-Serie entscheiden, darf ich Ihnen versprechen, dass Massagebesuche demnächst ad acta liegen. Kommen wir nun zu unserer zweiten Runde in der Aqua-Rolling-Reihe und zwar auf dieser Liegeposition. Sie sehen hier zum einen die Anordnung unserer Jets, wieder diese verschiedenen Arten der Jets, vibrierende, rotierende und pulsierende und die können Sie alle untereinander tauschen, wie Sie möchten. Aber das eigentliche Highlight ist dann jetzt hier die Beine bzw. die Oberschenkel, die Waden und auch die Füße. Die Aqua-Rolling-Massage, die erstreckt sich von den Füßen, also zum einen haben wir die Massage an den Fußballen hier vorne, wo der Fußreflexmasseur sagen würde, da befindet sich normalerweise das Herz, das Kernstück des Körpers. Das wird hier zum einen massiert, zum anderen aber auch die Aqua-Rolling-Massage, nämlich hier vorne von den Füßen, also von den Fersen an, zieht sich das Ganze bis zum Gesäß hoch und Sie dürfen dann also Ihre kompletten Beine auch nochmal in Kombination mit unserer Luftmassage, die sich natürlich hierin auch befindet, also gepaart mit der Aromatherapie, um hier auch noch Ihren Lieblingsduft entfalten lassen zu können, wird hier die Aqua-Rolling-Massage praktiziert. In unserem 5-Personen-Exemplar, unserem Solage, zwei tiefliegende Schalensitze mit geräumigem Platz in der Mitte, um auch wirklich für alle Mann hier genügend Platz für die Beine zu bieten, haben wir auch noch unsere Cooldown-Plätze, um den Kreislauf ein wenig wieder in Schwung zu bringen, nachdem Sie vielleicht auf diesem Platz hier vorne mal eben eine Viertelstunde oder 20 Minuten extrem Belastungen, um es mal so auszudrücken, widerfahren sind. Das soll heißen, wenn Sie hier vorne sitzen bzw. halb liegen, ist das Ganze natürlich auch eine Anstrengung auf den Körper. Und danach ist es eigentlich immer vonnöten, mal eben kurz den Platz zu wechseln, um mal wieder ein wenig aufrechter zu sitzen, um vielleicht die Arme nach draußen zu legen, um die frische Luft draußen zu genießen und dadurch den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen. Das haben wir hier zweimal. Zum einen an dieser Position etwas geringer ausfallen mit der Massage, aber trotzdem sehr kräftig im Rücken. Und auf der anderen Seite ebenfalls mit einer etwas kleineren Variante aus unserer Vulkanreihe, also der Vulkanjet, etwas kleiner, der an Ihrem Rücken entlang schießt. Und das Ganze komplettiert diesen wundervollen Spa, den ich eigentlich immer für mich persönlich unter dem Ferrari zähle aller Spas, die wir haben und aller Spas, die ich weltweit kenne.